Ja, Ingbert Liebing, vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Der Wirtschaftsmagazin Dialog. Wir sind hier auf dem Neujahrsempfang des BDS, des Bund der Selbstständigen. Und im Kreis Segeberg müssen natürlich ein paar Fragen kommen, die A, den Kreis Segeberg betreffen, B, das Thema Wirtschaft. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren den Ministerpräsidenten hier gehabt, Thorsten Albig. Da war noch ganz frisch in der Phase, wo es losgehen sollte. Heute, 2 Jahre danach, muss man sagen, es hat sich ziemlich viel Glanz abgerieben. Wenn ich Sie fragen darf, so als designierter, möglicherweise Herausforderer, 3 Punkte auf den Punkt, was eigentlich sofort geändert werden müsste für Schleswig-Holstein? Das allererste ist, wir brauchen eine Initiative für mehr Dynamik in der Wirtschaft. Dazu gehört insbesondere der Bereich der Infrastruktur. Wenn Sie Herrn Albig vor 2 Jahren zu Beginn seiner Amtszeit hier zu Gast gehabt haben beim BDS, wird er Ihnen viel erzählt haben über seine Vorhaben rund um A20 und Straßenbau, was alles notwendig wäre. Und vermutlich hat er Ihnen auch viele Forderungen an den Bund erzählt. Inzwischen wissen wir, dass es nicht daran liegt, dass zu wenig Geld vom Bund kommt, sondern dass das Land Schleswig-Holstein, die Landesregierung, ihre eigenen Hausaufgaben nicht gemacht hat für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Das ist für mich der erste wichtige Punkt. Den zweiten Punkt, den ich nennen möchte, ist, was passiert in unseren Schulen? Was passiert mit der Ausbildung unserer Kinder? Damit die Unternehmen die richtigen, qualifizierten Nachwuchskräfte bekommt, die Unternehmen brauchen. Und da erleben wir, dass viele ideologische Schulreformen gemacht werden, Notengebung wird abgeschafft und es werden Oberstufen an Gemeinschaftsschulen eingerichtet, für die es keinen Bedarf gibt bei zurückgehenden Schülerzahlen. Aber gleichzeitig erleben wir, dass Unternehmen die Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können, weil keine Bewerber mehr da ist. Da müssen wir ran. Für mich gehört gerade auch die duale Ausbildung ganz wichtig in den Mittelpunkt der Schulausbildung. Und den dritten Punkt, den ich nennen möchte, ist, wie gehen wir miteinander im Lande um? Die Landesregierung ist gestartet mit einem großen Anspruch, sie wolle Dialog mit den Menschen führen. Inzwischen erleben wir, dass dieser Dialog mehr ein Selbstgespräch vom Spiegel ist, dieser Landesregierung, aber mit den Menschen nicht gesprochen wird. Ich möchte den Menschen wieder mit Vertrauen gegenübertreten, dass wir als Landespolitik den Menschen Vertrauen entgegenbringen. Das gilt insbesondere für Entscheidungen, die vor Ort in den Städten und Gemeinden getroffen werden und nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg regiert wird, wie dies zurzeit in Kiel der Fall ist. Dann frage ich direkt mit dem Ministerpräsidenten Liebing. Als erste Frage, mit wem in der Koalition, weil die Frage ist ja, wenn die FDP es nicht über die 5%-Hürde schafft, mit wem geht das? Und ich stelle dann auch gleich die zweite Frage, wenn es tatsächlich die Grünen sein sollten, was wir, glaube ich, alle nicht annehmen, weil da scheint große Harmonie zumindest nach außen zu herrschen, stelle ich die Frage, wir hatten Robert Habeck hier und er hat ganz klar im Interview gesagt, egal wie, mit mir gibt es keine A20-Querung von Bad Bramstedt nach Elmshorn und schon gar nicht danach über den Elbtunnel. Wie kommen wir denn an die Regierung Liebing, wenn es rechnerisch nur mit 50+1% funktioniert? Zunächst muss ich einmal einen Vorbehalt machen. Ich bin gewählt als Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein und über die Frage der Spitzenkandidatur haben wir noch nicht entschieden. Aber es ist mein Ziel, die CDU wieder in die Regierungsverantwortung zu führen. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass wir als CDU so stark wie möglich sind. Wir kommen von 30% aus der letzten Landtagswahl. Das müssen wir deutlich erhöhen. Wir müssen an die 40% ran. Und wir müssen so stark werden, dass es für andere Parteien attraktiv wird, sich an uns zu wenden für Koalition, dass wir mit Abstand die stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein werden. Wir führen keinen Koalitionswahlkampf, sondern wir führen einen Wahlkampf für uns, für unsere Ziele. Und dazu gehört insbesondere die A20, die wir vollenden müssen. Und meine Erwartungshaltung an diese amtierende Landesregierung ist, dass sie damit frühzeitiger, schon vor der Landtagswahl 2017, zurande kommt. Und wenn Herr Habeck solche Erklärungen abgibt, bin ich gespannt, wie es weitergeht in dieser Koalition. Jedenfalls wäre es möglich, für Abschnitte bei der Elbquerung und zwischen der A23 und der Elbquerung
Ende 2015 Planrecht zu bekommen und mit dem Bau zu beginnen vor der Landtagswahl. Bis Ende 2016 wäre das möglich, wenn die Landesregierung ihre Hausaufgaben macht. Und das ist unsere Erwartungshaltung. Die A20 würde für mich jedenfalls niemals auf einem Koalitionsaltar geopfert werden. Ich mag es kaum glauben, so schön wäre es. Ich glaube, wir hören das schon seit 20 Jahren. Ich habe hier bei einem Neujahrsempfang Peter Carstensen als Gast gehabt und er sagte, ich hätte gerne schneller gebaut, aber mir ist von der SPD-Regierung vorher kein Material übergeben worden. Jeder fängt neu an zu planen. Das ist natürlich auch da die Gefahr, oder? Das ist so. Es ist in der Vergangenheit viel Zeit verplempert worden. Und nun wird rückwärtsgewandt oftmals gesagt, naja, da habt ihr ja alle gleichermaßen versagt. Und da wage ich schon einen deutlichen Widerspruch. Es ist ein Unterschied zwischen unserer Position als CDU, die wir auch in der Regierungszeit von Peter-Harry Carstensen die Maßnahmen vorangetrieben haben, geplant haben, während vorher eben nicht geplant wurde. Peter-Harry Carstensen hatte eben keine Pläne in der Schublade vorgefunden, die dann umgesetzt werden konnten. Und ich habe vor kurzem gerade einmal in der Koalitionsvereinbarung von 1996 gelesen. Das war die erste rot-grüne Koalitionsvereinbarung von Frau Simonis. Und das Verkehrskapitel in dieser Koalitionsvereinbarung ist entlarvend. Da stand unter der Überschrift Verkehrsvermeidung. Und dann ging es um Radfahrverkehr, um ÖPNV und um alles Mögliche, aber nicht um den Neubau von Straßen. Und es stand ausdrücklich da, die Koalitionspartner sind unterschiedlicher Auffassung bei der A20. Aber wir gehen davon aus, dass Planfeststellungsbeschluss sowieso nicht erfolgt. Da war sogar die Rede von vorhandenem Geld, das der Bund zur Verfügung stellt, aber dass man es gar nicht brauchen und verbauen würde. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu unserer Position, wo wir gesagt haben, wir müssen Gas geben, jetzt planen, Baurecht schaffen. Dann hat uns das Fledermaus-Urteil für Bad Segeberg nochmal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es ist die Frage, ob man will. Und wenn Herr Habeck sagt, er will nicht, wir wollen die A20, wir brauchen die A20 und das ist eines der Schlüsselprojekte für die Zukunft unseres Landes. Die Frage schließt sich an, wir haben sehr viele Logistiker hier in der Region, die natürlich im Moment sagen, sie haben gar keine Möglichkeit mehr, Zeit, Fracht überhaupt anzubieten, weil der Elbtunnel davor ist. In 9 bis 12 Jahren, das wissen wir alle, laut Gutachten kommt das nächste Problem, die vermutlich nicht mehr vorhandene Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Was machen wir dann? Und dieses Thema muss jetzt ganz, ganz zügig angegangen werden. Der Bundesverkehrsminister hat zugesagt, dass ein Ersatzbauwerk finanziert wird. Das steht nicht in Rede. Aber die Voraussetzungen muss die Landesregierung in Kiel schaffen. Es ist eine Arbeitsteilung, die ist in der Verfassung so angelegt, dass auch für Bundesstraßen der Bund keine eigene Straßenbauverwaltung unterhält, sondern die Länder dies im Auftrag des Bundes machen. Sie planen sie, sie organisieren den Bau und sie betreiben sie nachher. Und das ist jetzt die Aufgabe der Landesregierung mit dem zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, die Planung für das Ersatzbauwerk so schnell und zügig voranzutreiben, dass auch gebaut werden kann. Die Diskussion über kombinierte Straße mit Schiene und komplett Neulösung in einer neuen Trasse, das würde ein komplettes neues Planfeststellungsverfahren auslösen und wäre in dieser kurzen, knappen Zeit mit Sicherheit nicht zu erledigen. Und deswegen geht es eben auch nur ausschließlich zurzeit um ein Ersatzbauwerk für die Brücke, die abgängig ist, die ersetzt werden muss. Wir sind mit Straßen und Logistik beim Thema Wirtschaft ja schon sehr tief drin. Für mich die Frage, wir haben unter Mitgliedsunternehmen Umfragen gemacht in den letzten Tagen. Thema ist das Mindestlohngesetz. Sie sind nicht verantwortlich, das ist Frau Nahles, das ist mir schon klar, aber als Teil der Großen Koalition haben Sie die Hand mitgehoben. Und mittlerweile fällt uns dieses Gesetz, wenn man es überhaupt so nennen kann, an allen Ecken auf die Füße. Und ich möchte einfach mal so ein, zwei Fragen an einen Bundestagsabgeordneten, die jetzt noch aktuell sind, stellen. Wir haben die Situation, dass 20% der Unternehmen bereits Mitarbeiter entlassen haben, um die Mehrkosten überhaupt zu deckeln. 50% wollen Mitarbeiter entlassen. Gibt es irgendeine Chance, dieses Gesetz nachzubessern oder gibt es überhaupt eine Idee zu? Ja, die gibt es. Es gibt auch Initiativen bei uns innerhalb der Fraktion. Die Wirtschaftspolitiker, ich bin ja Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie,
haben dies jetzt auch nochmal wieder bei der Fraktionsführung angemeldet. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU, also der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Volker Kauder und die Vorsitzenden aller Landtagsfraktionen aus den Landtagen, haben dieses Thema jetzt gerade in einer Konferenz diskutiert und auch eine Initiative gestartet. Die jetzt auftretenden Schwierigkeiten bestätigen ja auch im Ergebnis genau die Bedenken, die wir als Unionsfraktion in die Verhandlungen mit der SPD eingebracht haben. Nun ist das Thema Mindestlohn ja auch insgesamt nicht unser Projekt, sondern das ist ein Ergebnis dieser Koalition mit der SPD. Und das war eines der Hauptthemen, wenn nicht sogar das Thema schlechthin, das die SPD vorangebracht hat. Wir hatten andere Punkte, die wir durchbringen wollten und durchgebracht haben. Und so war dies der Punkt für die SPD. Die SPD hat die Warnungen, von Nahles hat die Warnungen, die wir vorgebracht haben, die aus der Wirtschaft kamen, nicht akzeptiert und gesagt, das ist alles Schwarzmalerei. Meine Hoffnung ist, so bitter es klingt, dass gerade diese schlechten Erfahrungen mit dem Staat jetzt auch dazu führen, dass doch nochmal eine Korrektur vorgenommen werden kann. Nicht im Grundsatz, damit ist nicht zu rechnen, der Mindestlohn ist vereinbart, aber die Ausführung, die viel zu bürokratischen Rahmenbedingungen, die belasten wirklich und ich hoffe, dass es dort noch zu einer Verbesserung kommt. Ich möchte dazu und muss dazu noch weitere Fragen stellen. Die erste Frage, die tut sich für uns gerade heute auf. Laut einem Rechtsgutachten muss eine Stewardess, die aus Thailand anfliegend nach London fliegt, während des Überquerens des deutschen Luftraums mit 8,50 Euro abgerechnet werden. Das bedeutet, nach den aktuellen Mustern, nachdem dokumentiert werden muss, müsste sie ihre Arbeit in der Luft unterbrechen, Stundenzettel ausfüllen, genauso wie die Kollegen, die vorne im Cockpit sitzen. Und laut Rechtsgutachten scheint dieses Gesetz mit dem europäischen Gesetz überhaupt nicht in Übereinklang zu bringen. Was raten Sie den Unternehmern, die, es gibt ja wahrscheinlich hunderte von solchen skurrilen Fällen, die Lastwagenfahrer sind ebenfalls betroffen, die aus ein ukrainischer Fahrer, der nach Holland fährt, der plötzlich nach deutschem Recht ganz andere Abrechnungsmodi hat. Was raten Sie diesen Unternehmen? Also das wird jetzt ja alles nochmal diskutiert. Wenn das alles so wäre, dann ist das alles abstrus und entspricht ja auch nicht dem, wie man sich Lebenswirklichkeit vorstellt. Auch sonst ist es ja nicht so, dass nun jeder mit seinen Abrechnungen zu Beginn sofort das eintragen muss und anschließen, sondern das kann am Ende eingetragen werden. Es muss nur dokumentiert werden, von wann bis wann gearbeitet wurde. Aber all diese Auswüchse, wenn sie denn tatsächlich so sein sollten, die müssen jetzt auf die Tagesordnung kommen. Und da bin ich auch hoch interessiert an Beispielen. Denn nichts ist so gut wie schlechte Beispiele, um an denen festzumachen, wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Und solche bürokratischen Auswüchse, wie Sie sie geschildert haben, die geben wirklich keinen Sinn. Und da müssen wir auch nochmal ran. Auch wieder, wir sind beim Mindestlohn, sozialer Umgang mit Mitarbeitern. Ich selbst komme aus der Verlagsbranche. Früher wurde nach Stücklohn abgerechnet. Das ist heute nicht mehr möglich. Nach diesem Gesetz von Frau Nahles ist es so, dass ich jedem 8,50 Euro oder mit Abschlag zahlen muss. Das bedeutet, dass der 30-jährige Marathonläufer, der Zeitungen verteilt, natürlich gerne eingestellt wird. Leider aber der Rentner, der zuverdienen muss, weil die Rente nicht reicht, muss eigentlich entlassen werden. Das geht über alle Branchen gerade so. Ist das der Sinn der Sache, dass man Menschen aus dem Zuverdienst quasi in die endgültigen sozialen Systeme treiben möchte? Gibt es auch da eine Möglichkeit, gegenzusteuern? Was raten Sie Unternehmern? Natürlich ist das nicht Sinn der Sache. Und auch dies gilt wiederum für das Beispiel, das Sie genannt haben. Auch darüber haben wir im Rahmen der Gesetzgebung diskutiert. Frau Nahles und die SPD hat diese Bedenken vom Tisch gewischt und gesagt, das wird alles so nicht eintreten. Und wenn dies tatsächlich so eintritt, dann haben wir die Belege, mit denen wir nochmal in die Diskussion einsteigen werden. Es ist erkennbar, dass insbesondere die Minijobs, 450-Euro-Jobs von der SPD und von Frau Nahles deswegen mit besonderen bürokratischen Hürden belegt worden sind, weil sie sie im Grundsatz abschaffen wollen.
Und das halte ich für falsch. Ich halte dies für ein gutes, flexibles Instrument, damit auch zum Beispiel Rentner unbürokratisch nochmal sich was hinzuverdienen können. Und das darf auch nicht abgegraben werden. Thema allgemein, Gesetzgebung in Deutschland. Wir haben ja früher mal die gute Grundlage gehabt, Pacta sunt servanda. Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Das Mindestlohngesetz ist im Juni beschlossen worden, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben den 1. Januar, Unternehmen haben also die Möglichkeit, 6 Monate vorzuarbeiten. Viele Unternehmen haben 1, 2, 3, 4, 5 Jahreskontrakte, können also aus diesen Grundlagen gar nicht raus und können die Mehrkosten, die durch die Dokumentation bestehen, dort gar nicht kompensieren, außer Unternehmen oder Mitarbeiter zu entlassen. Die Problematik für die Mitgliedsunternehmen, das PDS zum Beispiel hier, aber ich glaube, es trifft jedes Unternehmen, ist im Moment, es gibt überhaupt keinen Ansprechpartner in Deutschland, der sagen kann, wie dieses Gesetz ausgelegt werden muss. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen und anschließend dann auch die Frage. Wir haben von einem Mitgliedsunternehmen eine Frage weitergereicht. Der Zoll, der prüfen soll, hat gesagt, wenden Sie sich an das Wirtschaftsministerium. Das Wirtschaftsministerium hat gesagt, wenden Sie sich an die Hotline. Die Hotline war aber nicht zu erreichen. Dann sind wir wieder zum Zoll gegangen. Die haben gesagt, fragen Sie einen Steuerberater. Der Steuerberater hat gesagt, ich kann Ihnen nichts raten, weil es noch keine Ausführungsbestimmung für diese Gesetze gibt. Ist das eigentlich mit dem Recht vereinbar, dass Gesetze mit so kurzer Zeit in Umsetzung kommen und es noch nicht mal Ausführungsverordnungen dafür gibt? Also eine schwebende Rechtsunsicherheit für jedes Unternehmen? Ja, das ist manchmal die Frage nach Henne und Ei. Natürlich ist es genauso, wie Sie schildern, für diejenigen, die damit umgehen müssen, alles andere als eine gute Situation. Auf der anderen Seite war erst einmal ein Gesetz notwendig, damit dann überhaupt auf der Basis des Gesetzes Verordnungen und Ausführungsbestimmungen erlassen werden können. Die können ja nicht vorher gemacht werden, wenn das Ministerium gar nicht weiß, wie am Ende das Gesetz aussieht. Und die Erwartungshaltung war, dass dies innerhalb des halben Jahres auch möglich sein müsste. Und das hat sich herausgestellt, dass auch das Ministerium da nicht schnell genug gewesen ist. Das wäre die Verantwortung in diesem Falle, weil diese Ausführungsbestimmungen ja nicht durch das Parlament laufen, die Verordnung nicht vom Parlament beschlossen werden, sondern das ist reines Regierungshandeln. Da hätte Frau Nahles, wenn sie das so will, alles auch zügiger arbeiten können und müssen. Wieder eine Frage für die Unternehmen. Der Zoll spricht davon, dass er nicht damit rechnet, dass vor Oktober diesen Jahres, also rund 10 Monate nachdem das Gesetz eingeführt wurde, Ausführungsverordnungen da sind. Was raten Sie den Unternehmen, die dann 10 Monate zwar geprüft werden können und auch bis zu 50.000 Euro an Strafen riskieren, aber gar nicht wissen, auf welcher Grundlage sie überhaupt ihr Unternehmen führen müssen? Was raten Sie diesen Unternehmen? Nach gesundem Menschenverstand vorzugehen. Ich bin hier auch kein Rechtsberater, das kann ich nicht tun. Aber meine Erwartungshaltung an den Zoll und an die Umsetzung der Kontrollen ist auch, darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn es Ausführungsbestimmungen noch nicht gegeben hat und wenn es Rechtsunsicherheit gegeben hat, dann gibt es auch keinen Sinn, dass dann der Zoll entsprechend tätig wird. Ohnehin, der Zoll ist ja auch noch nicht aufgebaut. Es werden jetzt die Stellen geschaffen, die sind im Haushalt bereitgestellt, müssen aber auch erst besetzt werden. Der Zoll ist auch im Moment noch gar nicht in der Lage, das komplett alles zu kontrollieren und umzusetzen. Und insofern ist meine Erwartungshaltung, dass da vielleicht manche Probleme am Ende gar nicht so heiß werden, wie sie jetzt sicherlich für diejenigen Unternehmen, die sich die Sorgen machen, berechtigt sind. Aber das ist in der Praxis doch etwas pragmatisch gehandhabt wird. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und meine Erwartungshaltung. Allerletzte Frage dazu. Was glauben Sie, Sie haben von Nachverhandlungen, Nachjustieren gesprochen. Kann man da einen Zeitraum in irgendeiner Form erhoffen? Ich will keine falschen Erwartungen wecken und da ich nicht direkt in den Gesprächen beteiligt bin, auch kein Datum nennen, aber es darf auch nicht auf die lange Bank geschoben werden. Ich danke Ihnen sehr für lebensnahe Antworten und würde mich freuen, Sie wieder im Wirtschaftsdialog begrüßen zu dürfen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön bei Ihnen.